Na, zwei Schrott wäre da gut. Dann können wir unsere Spitzhacke schon mal machen. Alles von Zeug, das wir so gefunden haben. Oh. Oh. Gucke da. Tja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence im brutalen Modus. Wie ihr seht, ich habe es gar nicht mal geschafft, das fertig zu kriegen. Die Nacht, die war wirklich schon fortgeschritten. Ich bin immer noch dabei, hier das mal voll zu packen mit Wasser. Hier war gar nichts mehr drin. Hier auch nicht. Oh, das müssen wir noch eben machen. Die sollen ja, obwohl, ich glaube, da wächst doch nichts mehr groß, oder? Was ist das eigentlich? Ja doch, das ist noch nicht ganz fertig gewachsen da, oder? Nee, nee. Nee, 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 nee. Aber da brauche ich nicht düngen. Also, im Moment. So, das machen wir noch fertig. Ein Gerenne hier. Zack. Wupp. Hat schon gedonnert gerade. Klar, wenn man Wasser reinpackt in die Beete, dann kommt der Regen. Das ist immer so. Aber nützt ja nichts. Ich hätte ja auch sagen können, ach, da kommt bestimmt der Regen. Wenn ich nicht gegossen hätte, käme er ja nicht. Ne? Also, ist das völlig Wurst. Na, wird da voll? Ich will die voll haben. Ist das ein Gelatsche? Aber die sind auch so teuer. Die Flaschen. So, wie sieht's hier aus? Da geht noch was. Ne. Hier geht noch ein bisschen was. Der ist voll. Eieieiei. Wie weit ist unser Strom? So, wie war das jetzt hier? Der ist voll. Hier geht noch was. So. Hier noch. Ja, geht der voll. Ja, gefasst. So, gucken wir mal. Halbe Flasche in einen, halbe Flasche in den anderen. Ja, das geht nicht. 100, ja, ist voll. Alles klar, dann ist jetzt alles voll. So ist gut, so mag ich das. Brauche ich was? Boah. Komm, hier, dann holen wir die letzten Zwiebeln hier auch noch raus. Geh mal her. Zack. Gehen wir erstmal unten gucken. Ich habe ja noch einen Tomatensamen, ne? Jo. Und Zwiebelsamen haben wir auch. Dann kann ich das komplett vermampfen. Dann koche ich mir Wasser ab. Und dann gehen wir die Falle aufstellen. Tja. Und dann Business as usual. Ja, so. Schwupp. Hier ist alles Tomaten, so gehört sich das. Alles Karotten. Dann haben wir das jetzt endlich. Da bin ich auch so ein bisschen in Tüdel gekommen. Habt ihr bestimmt mitgekriegt, ja? Wo war jetzt? Wie? So, Kartoffeln. Ja. So wollte ich das haben. Und eigentlich kann ich ja dann, sollten schon mal irgendwann ein bisschen besser gehen, hier noch einen hinstellen. Da kann man dann machen, so alles Mögliche gemischt. Oder auch mal Heilkräuter oder Baumwolle. Erdbeeren gehen ja nicht. Blaubeeren auch nicht, ne, lieber Entwickler, das machen wir noch, ne? Das machen wir noch. Ah, jetzt haben wir schon zwei davon. Ich hatte mir überlegt, ob das vielleicht Sinn machen würde hier. Das Ding aufzustellen. Aber hier sehe ich zwar immer mal wieder einen Wolf, aber Hühnchen und Häschen eher selten, ne? Oder hier vielleicht. Soll ich das mal machen? Hier? Oh. Zack, 8 Stück. Der ist auf jeden Fall jetzt gut beködert. Aber hier ist das auch oft ein gefährlich. Aber wo ist denn kein gefährliches Pflaster? Die lungern ja überall rum, diese Mistviecher. Man könnte ja... Ja, das ist eigentlich eine Strategie. Hat mir auch irgendjemand geschrieben. Setz doch mal... So, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße.
Ich hab den nicht gesehen. Setz doch so ein paar Plattformen hin, da kannst du dich dann drauf retten. Ja, oder von da aus die Wölfe dann mit Pfeil und Bogen bekämpfen, ne? Und dann auch besser an die Falle kommen. Naja, ist ein Gedanke. Kostet aber alles immer Tauwerk und Nägel und... Ah. Aber weißt du was? Das mache ich. Ach, apropos Nägel, herzlichen Dank, hast zugehört, ne, Spiel? Ich setze da so ein Podest hin. In der Nähe von dem... von der Falle. Und dann kann ich nämlich, wenn da Wölfe rumlungern, da hingehen, ob die auf das Podest retten, dann rennen die ja auch erstmal weg. Sodass ich da gut immer auch an die Falle ran kann, ne? Trotzdem, ich werde keinen Reparaturhammer machen, bevor ich nicht noch ein bisschen vernünftige Kleidung habe. Da werde ich den Stoff jetzt erstmal nicht für... Mache ich nicht. Mache ich nicht. So, 4 Stück. Was brauchen wir? 5, ne? 2 haben wir. Nägel haben wir. Ah, 5 Stück reicht nicht. Ah, vielleicht haben wir Glück und finden noch was. Dann brauche ich nicht einmal da an meine Vorräte gehen. Aber das Wetter sieht irgendwie gruselig aus, als wenn das schlecht würde. Wir haben aber Sommer, Hochsommer. Ne? Juni sogar noch. Haben also noch ein bisschen Zeit, bevor der Winter kommt. Ich sag mal, wenn ich für den Winter 200 Maden habe und jede Menge Tauwerk, sodass ich immer schön die Angelköder machen kann, dann käme ich durch den Winter. Ich brauche ja nur was zu futtern, Wasser. Und gut, wären natürlich langweilige Folgen. Sitzt den ganzen Tag nur in meiner Bude, ab und zu mal angeln und dann, was weiß ich, Märchenbücher lesen oder was, keine Ahnung. Internet gibt's auch nicht. Ah! Ach ja. Elch? Ist mir wurscht. Ich hab sowieso keine Waffen. Ich muss die Zwiebeln essen, sonst sind die nervt vergammelt. Ich hab dich im Blick, Isegrim. Da unten links. So. Das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch 7 Nägel. Dann könnte man eine Plattform bauen. Ich gehe mal noch ein bisschen hier in die Richtung. Hier ist ja auch so die Gegend, wo schon mal so eine Lockpick-Kiste liegt. Ne? Die Andrina holt sich hier täglich ihre Kiste. Die wohnt nämlich immer da unten. Die weiß auch warum. Na komm, Schrotflinten-Moon. Nee, aber ein Pfeil. Pfeile bin ich eigentlich gar nicht mal so schlecht dabei. Da Wolf, Mann, ey. Schön aufpassen. Ich dachte, ich hätte was gehört. Irgendwelche komischen Schritte. Ich glaube, ich habe schon Paranoia. Habe ich vielleicht meinen Ofen nicht gefüttert? Kann das sein, dass der ausgeht, wenn ich aus ist, wenn ich gleich wiederkomme? Alles klar, was ist das eigentlich für einer? Abberle. Ich habe aber das mit Möhrchen da gesehen, aber da sind wir nicht drauf angewiesen, auf so eine doofe Möhre, ne? Echt jetzt nicht. Oh, Erdbeeren!
vielleicht kann ich ja hier noch den Madenbaum klöpfeln. Das, oh, das macht Sinn. Immer diese Klopferei. Aber das nützt ja nichts. Was muttert Mut? Ich habe auch mal an so einen Bienenstock geklopft. Hätte mich ja schon wundern können. Wieso haben die Bienen so blöde gekichert? Jetzt weiß ich warum. Na, ihr beiden. Ich will aber nur hier noch, bevor ich hier mich dünn mache, die Fasern einsammeln. Die sind wirklich sehr wertvoll. Du hast mich jetzt nicht gehört, ne? Nö. Ach, ich habe auch immer noch keine, hier. Spitzhacke, muss ich auch wieder eine machen. Vier Bretter, auch nochmal zwei Tauwerke, ja, das geht doch. Was war das noch? Ach so, noch zweimal Schrott. So eine Kiste. Jo. Immerhin, 5. 7 passen rein, ne? Ja, 2 Schrott wäre da gut. Dann können wir unsere Spitzhacke schon mal machen. Alles vom Zeug, das wir so gefunden haben. Oh. Oh. Gucke da. Ja, der Sommer, der bietet ein bisschen mehr. Im Winter gibt es dann so gar nichts. Das heißt also, ich müsste jetzt eigentlich Vorräte anhäufen. Und zwar in Form von Fasern bzw. Tauwerk, jede Menge Holz. Oben die Kisten, die wachsen ja zum Glück in diesem Spiel auch im Winter weiter. Da kämen wir also grünzeugmäßig ganz gut klar, glaube ich. Und dann kann man angeln und ja, auch wenn ich nicht viel raus kann, vielleicht würde ich das so ein bisschen kürzen. Ich würde den Winter durchspielen, dann eben, was weiß ich, gleich mehrere Tage in eine Folge quetschen oder so. Das wäre für mich natürlich sehr aufwendig und langatmig. Aber dann habt ihr da nicht, was weiß ich, 100 Folgen nur. Ich sitze in der Bude und angel im Winter. Oh, da ist die erste von 5, die ich gesagt habe, ich haben will, bevor ich mich wieder darum kümmere, diese Knarre zu bauen. So, da wäre nochmal, aber da komme ich nicht ran, oder? Das war schon kitzlig, glaube ich. Ja. Dann will ich mal gucken, ob ich da jetzt ran kann. Dann setze ich nämlich die Plattform. Vielleicht ist ja schon was drin in der Falle. Könnte ja sein. Erstmal den. Ja, guck. Das läuft. Ich habe die Wasserflasche nicht dabei. Sehe ich gerade mal. Aber ich sehe auch eine Faser. Und da dürfen wir nicht eine von stehen lassen. Das können wir uns nicht erlauben. Ach, der ist schon leer. Da ist Wölfeli. Geh mal weiter hoch. Nee, weiter hoch.
nicht zu mir kommen. Ganz, ganz blöde Idee. Aber so richtig blöd. Ja, genau, da. Noch ein bisschen weiter hoch. Super. Dann latsche ich nämlich hier unten rum. Dreh jetzt nicht um. Das war möglicherweise der, der mich vorhin erschreckt hat. Ja, genau. Oh, ich sehe gerade, hier ist noch eine... Oh, eine Kiste. Da kommt er, ne? Vielleicht schaffe ich die jetzt. Ein Apfel. Bleib da oben. Guck, da ist ein Häschen drin. Komm her. Zack, zack. Was hat er jetzt? 189, ja. So, und jetzt mache ich nämlich Folgendes. Ich mache jetzt hier so. Da kann ich ja drauf springen, ne? Zack, und dann bin ich ja soweit wolfsicher hier wenigstens, ne? Ah, jetzt habe ich die so gestellt. Kann ich die eigentlich aufnehmen? Müsste da gehen, ne? Ja. Und stell die jetzt hier so, dass ich die vielleicht... Oh, das ist gefährlich. Naja. Ein Bär von da würde auch nur dagegen donnern, aber von hier käme der auch hoch. Ja, vielleicht hat gar nicht so verkehrt. So. Zwei Schrott habe ich, brauche aber vier Stück, wenn ich eine Spitzhacke machen will. Ja, ich mache die aber jetzt. Mal gucken, wie weit der Strom ist. Na, zeig mal. Der ist voll. Jawohl. Bäm. Der nächste kostet schon 2000. So, erstmal den. Der Apfel muss noch warten. So, dann hier. Und dann mache ich die, ne? Ja. Nützt ja nichts. Brauchen wir ja. Da haben wir schon mal wieder vier. Ja. Der Ofen ist noch an. Hurra. Trinken. Wie sieht's eigentlich aus mit der Uhrzeit? Och, ist ja noch Zeit. Ist ja noch Zeit. So, wie sieht das aus von hier aus? Kann ich das sehen? Ne. Ich sehe die Falle überhaupt nicht. Wenn ich jetzt hier auf den Felsen gehe... Ja, aber ob ich das sehen kann, ob da was drin sitzt... Das ist fraglich. Oder ich müsste hier auch noch was bauen, dass ich noch ein bisschen näher ran kann. Aber wie kommst du da hin, wenn da ein Wolf ist? Das ist dann auch schwierig. Aber ja, gut. Trotzdem glaube ich, dass das sinnvoll ist da mit dieser Plattform. So, dich brauchen wir vorläufig noch nicht. Sieben? Ich habe die doch da reingetan, oder? Die habe ich noch über, ne? Jetzt bin ich unsicher. Ah, ja. Die können da drauf. Fünf, oh. Also, jetzt hier weiter Plattform bauen, da warte ich noch mit. Ach, guck mal. Steht er da? War es schon mal? Oder? Ja, das ist der. Ja, war es schon mal da. da warte ich mit. Ich baue jetzt keine Plattform hier. Ich muss gucken, diese Nägel, dass wir die eventuell für Pfeile benutzen oder so. Wichtige Dinge. Ist der eigentlich leer gelaufen? Nicht einmal. Oh, ist doch recht ergiebig gewesen. Ja, lauf in Ruhe voll. So, hier. Jupp. Ist leider so. Dann hauen wir uns jetzt rein. Und dann angeln. Mal gucken. Ich kontrolliere das lieber nochmal, ob ich jetzt wirklich da Köder reingetan habe. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Das war nämlich die Köder. Und dann habe ich den ja, die habe ich rausgenommen, um das umsetzen zu können. Ach, jetzt muss ich warten, bis der fertig gemampft ist. Jetzt ist nämlich gerade frei da.
du gehörst dahin. Scheiße, ey. Mach doch mal hin, ey. Noch ist alles soweit frei. Da oben ist einer. Ah. So, jawohl. So, dann gehen wir da jetzt mal eben rüber. Oh, da kommt er rum. Da kommt er rum, dieser scheiß Bär. Bleib noch weg. Zack. Ja, sicher. Siehste? Hatte ich vergessen. Habt ihr bestimmt gerufen, ne? Ah, du musst doch die Köder wieder reintun. Sind ja drin, alles ist gut. So. Wetter. Bäh. Ja, da habe ich 5 Stück. Das reicht nicht für 2 Seile. Wie viel brauche ich eigentlich für die Schuhe? Ach, da brauche ich nur 2 Sehnen für. Das ist doch gut. Aber 5. Hm. Wir haben nur den Pullover, ne? Den habe ich mir schon mal weggelegt. Der bleibt da erstmal noch liegen. Die Hose hält sich zum Glück. Schuhe wären sinnvoll, glaube ich. Was binden die denn? 3 Schutz und 1 Wärme. Und hier die Buchse wäre natürlich nicht schlecht, ne? Geht eigentlich auch noch mit 6. Boah, auch 6. Boah, Leute, ey, wo soll man das denn hernehmen? Ja, ich müsste angeln, ne? Es regnet gerade, soll ich vielleicht Angelglück haben, aber jetzt ist der Bär gerade nicht da, der ist da hinten, da kann ich da nochmal die Fasern einsammeln. Das sollte ich auch nicht schludern lassen. Oh, da ist eine Kiste. Kann ich da dran kommen? Hm. Sah nur so aus. Ich dachte, da steht noch eine. So, jetzt ist da eine Kiste. Der Bär, der geht da oben rauf. Wenn ich Glück habe, kann ich da ran an die Kiste. Wenn ich ja ganz viel Glück habe, ist da sogar auch mal, ist ja selten, ne? Aber kommt vor, so ein Stoff drin. Aber ich glaube, in den Kisten nicht, in den Holzkisten. Aber in den braunen könnte das, glaube ich, sein, ne? Boah, nur Nägel, jede Menge. Oh. Ach, mein Freund, der Fünfer. Ja, wir haben noch eine Rechnung offen. Irgendwann. Irgendwann kommt der Tag, da gibst du mir den Rest. Ja, ich würde sagen, angeln war noch eine Runde, ne? Mal gucke da. Das können wir auch mal ruhig mitnehmen. Was soll's. Irgendwann brauchen wir's. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann kloppt sie noch heute. Aber da sie gestorben ist... Man müsste hier so ein Floß bauen können oder ein Boot, ne? Für den See. Aber das mit dem Fahrzeug, was da jetzt kommen soll demnächst, das finde ich schon mal gut. So, passt der rein? Oh, so gerade, ne? Ah, stößt an. Dann haben wir die beiden noch. Hm. Habe ich die hier reingetan? Nirgendwo, aber kann ich ja machen. Oh, mit Nägeln sind wir gar nicht mal so schlecht ausgestattet. So, dann wollen wir mal. Noch eine Runde angeln.
weil die Proteine rufen. Mal eben gucken, ob ich was sehen kann. Oh, lass mich doch mal. Das ist immer so ätzend hier. Kann man nicht sehen, ne? Wenn dann ein Karnickel rumlaufen würde bei dem... bei der Falle, das würde man sehen von hier aus. Ich habe das auch schon gehabt, da war ich da vorne auf meiner Treppe und dann ist da drüben Karnickel weggepäst. Der hatte mich da schon wahrgenommen. Oh, nee, ne? Soll ich da jetzt nochmal rüber? Natürlich. Of course. Na, freilich. Können da keine Fasern stehen lassen. Hat Mut, hat Mut. Geht ja nicht anders. Und nochmal hier hingeschwommen. Ja gut, ich meine im Sommer. Wieso nicht? Ne? So. Zack. Also dann wollen wir mal. Im Regen sollte das ja eigentlich gut funktionieren. Seid da mal dabei. Meistens mache ich das ja nachts zwischen den Folgen. Ja. Na, weich mal. Ja, da könnte auch ruhig ein größer dran sein. Den kriegen wir schon unter, glaube ich. Angenommen, ich fange jetzt einen kleinen. Nur so einen ganz kleinen, wovon ich ausgehe. Werf die Angel dann nochmal rein und fange dann so einen ganz dicken. Dann würde ich den kleinen vergammeln lassen. Ne, damit wir wieder so ein Bienenzeug machen können. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Chance dazu. Ist nur blöd, wenn man dann das Mittel nicht dabei hat. Na komm, du beißt doch mal was an hier. Geht doch so nicht. Wir haben ja Weihnachten was vor. Mach! Beiß! Los! Wird dunkel, ne? Kann man nicht so richtig sehen bei dem Wetter. Aufpassen, nicht, dass ich das verpasse. Da passiert nichts. Hallo. Fische? Jemand zu Hause? Tok, tok, tok. Ah. Kleine, da wartet man Stunden und fängt so ein kleines Dingelchen. Aber war klar, war so klar. Der letzte, den ich gefangen habe, das war ein Lachs. Das war ja auch gut. Dann darf es auch wieder mal ein kleiner sein. Natürlich. Ja, jetzt werde ich so ein bisschen müde. Ist gar nicht so spät, aber ich habe so geackert. Wirklich. So. Komm, einen noch. Ne, vielleicht geht es ja noch schneller. Na, wie gesagt, wenn jetzt ein großer käme, also ein Hecht oder ein ganz großer, wie heißt der, Forellenbarsch oder so, ne, oder auch ein großer Lachs, obwohl der große Lachs, da weiß ich nicht, dann würde ich den kleinen wahrscheinlich vergammeln lassen. Also wenn ich jetzt was fangen würde, wovon ich richtig satt werden würde, würde ich das vielleicht so machen. Wenn das aber auch ein kleiner wird, dann werden die beide gebraten.
So, jetzt wird's aber schon. Es dünkelt. Jetzt muss ich schon gut hingucken, weil es wirklich schon dunkel wird. Also es dämmert schon. Jetzt haben wir für Temperatur 13 Grad, da dürfte ich ja noch nicht frieren. Ah, warte, hat da schon einer gezuppelt? Ich finde das übrigens gut, dass das nicht so rhythmisch ist, wie zum Beispiel in Rising World. Da kann man nicht drauf warten, da ist immer so die gleiche Zeitspanne, bis was beißt. Oh, das ist was Größeres, glaube ich, oder? Jo, das ist ein Lachs. Reicht aber nicht, dass ich sage, komm, ich lasse den Kleinen vergammeln, weil wir haben auch schon ein bisschen wieder was verballert. Ich denke mal, da geht alles rein. Aber ich werde erstmal den Lachs braten und Verschmacko verzieren und dann überlege ich, was ich mit dem Kleinen mache. Denk mal, so läuft. So wird auch dunkel. Na, ein Lachs ist doch eine tolle Sache. Jetzt gehen wir mal hier raus bei dem Regenwetter. Schön die Tür zumachen hier. Ist das gemütlich. Filetieren, jawohl. Das sammelt sich auch an. So, was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte die wegräumen. Zwei Stück nur noch. Puh, das geht mal schnell. So, die müssen jetzt gemampft werden. Ja, passt das schon? Bis hinten, na, ich weiß nicht. Vielleicht vergammelt der mir. So, mal gucken, wenn wir die gleich gemampft haben, wenn ich dann so wenig habe, dass ich meine, der passt gar nicht mehr, dann lasse ich den vielleicht liegen. Muss ich mal gucken. Ich werde jetzt ein bisschen abwarten auf jeden Fall. Ja, einem, fünf, noch drei, dann könnten wir zwei machen, dann hätten wir schon drei. Ja. Naja, okay. Ich warte jetzt nur noch, bis die fertig sind, dann esse ich die, dann logge ich auch aus und dann machen wir weiter hier beim nächsten Mal für euch übermorgen, für mich, keine Ahnung, irgendwann. Weiß nicht, ob ich heute noch eine mache. Ja, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei wart und seid übermorgen wieder dabei, wenn wir hier weitermachen. Ach, jetzt haben wir sie noch schnell. Kommen wir mal eben mampfen hier. Essen, wupp, gucken. Essen. Oh, ich glaube, ich brate den. Ich glaube, ich brate den lieber. Manchmal habe ich ja so zu viel, ne, wie das zum Beispiel mit der Leber war. Dann würde ich sagen, okay, lass mal vergammeln. Aber so... Nee. Oh, kalt. Minus 1 Grad im Juni. Ja, nee, du mich auch. Ehrlich. Ehrlich. Alles klar. Bis dann. Bye, bye. Und tschüssi.